Servus YouTube, hi! Willkommen im Jahr 2016, von mir ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid super gut ins neue Jahr reingekommen. Ich bin's. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe die 100er Marke, was die Abonnenten angeht, geknackt. Dementsprechend gab es auch von mir das 100 Abonnenten Special. Da ging dann hier das kleine Mauspad weg, was ich hier noch liegen hatte oder habe. Und da hatte sich ursprünglich eigentlich qualifiziert der liebe Chris, aber der Chris hat sich leider nicht bei mir gemeldet. Sehr schade, aber nichtsdestotrotz, es gab noch einen zweiten in der ganzen Liste und das ist der liebe Kevin von Donny Presco Gaming. Er hat seinen eigenen YouTube-Kanal, der macht so ein bisschen Let's Plays und Gameplay-Videos von allen möglichen Spielen, die ihr so kennt. Ist auch ein super Grafiker, was Gestaltung angeht von Intros und Video generell. Super cooler Kanal. Ich verlinke euch das Ganze unten mal. Dann könnt ihr mal reingucken und lasst mal einen schönen Gruß von mir da. Und ja, dementsprechend würde ich jetzt mit meinem Video weitermachen. Und wie ihr schon im Videotitel seht, ich werde euch eine kleine Einkaufsliste schreiben. Diese kleine Einkaufsliste kommt daher, ich habe jetzt von einigen schon die Frage gestellt bekommen, kannst du nicht mal sagen oder zeigen, was du einkaufst oder wie viel man in etwa von Wasserkühlungskomponenten braucht, um einen CPU-Kreislauf zu kühlen oder optional auch einen Grafikkartenkreislauf mit drin zu haben, dass das alles in einem ist. Da will ich mit meiner kleinen Einkaufsliste mal anfangen. Ich halte mich jetzt erstmal nur CPU-Kreislauf auf. Da denke ich, dass das dementsprechend passend ist. Macht euch keine Gedanken. Für jedes, was ich hier aufliste, habe ich auch nochmal in meiner Playlist dementsprechend das passende einzelne Video dazu, wo die einzelnen Erklärungen drin sind. Deswegen habt keine Angst, nur dass ich hier so schnell durchgehe. So, dann wollen wir mal anfangen. Als allererstes brauchen wir eine Pumpe, weil ohne Pumpe kein Kreislauf, ist klar. Wir müssen ja irgendwie das Wasser fördern. Als zweites kommt auf die Einkaufsliste der Ausgleichsbehälter. Der Ausgleichsbehälter, der ist in sämtlichen Variationen eigentlich zu bestellen. Den könnt ihr in so einem Kombi-Kit holen, den könnt ihr einzeln holen und dementsprechend ist das euch freigestellt, was ihr da nehmt. Und auch auf den meisten Seiten ist immer dann auch weiter verlinkt, was eventuell noch gebraucht wird, wenn ihr euch diesen Ausgleichsbehälter holt oder diesen Ausgleichsbehälter. Als drittes ein Radiator. Da würde ich von meiner Erfahrung her sagen, CPU-Kreislauf, mindestens ein 240er Radiator, ansonsten könnt ihr nämlich auch bei der Luftkühlung bleiben, dann macht das nämlich keinen Unterschied und ihr habt auch nicht diese Vorteile, die eine Wasserkühlung wirklich erbringen kann. Dann auf den Radiator, ein 240er Radiator, klingt logisch, dass dann zwei Lüfter drauf kommen, da zwei Lüfter 120 mm, wenn es geht. Und ihr die Luft durch den Radiator drücken wollt, achtet darauf, dass ihr Static Pressure Lüfter nehmt. Wenn es eventuell nicht geht, gehen auch Airflow Lüfter. Dann zieht ihr die Luft durch und drückt sie nicht durch. Das nächste, was dann kommt, sollte eigentlich klar sein, der Kühlblock für die CPU. Weil ohne Kühlblock auf der CPU keine Wärmeleitung von der CPU auf den Wasserkreislauf. Dementsprechend der Kühlblock. Da nur darauf achten, dass ihr wirklich in der Beschreibung des Kühlblocks auch wirklich seht, für welchen Sockel das ist. Nicht, dass ihr jetzt einen Kühlblock habt, der keinen 1150er Sockel unterstützt und ihr habt aber ein Mainboard mit einem 1150er Sockel, wäre schade. Ist aber eigentlich kaum noch gang und gäbe. Die meisten Kühlblöcke unterstützen eigentlich auch die gängigsten Sockeltypen. Dementsprechend macht euch da nur schlau, guckt euch das an, lest euch das durch, dass ihr nicht das Falsche bestellt. Wenn wir jetzt die festen Komponenten alle haben, müssen wir das Ganze auch ja miteinander verbinden. Dazu brauchen wir Schlauch. Ich gehe jetzt nicht auf Hardtubes ein, also ich werde jetzt keine Acrylrohre nutzen bei meinem Einkaufszettel, sondern ich nutze da Schläuche. Da
je nachdem, wie groß euer System ist, sprich wie groß euer Gehäuse ist, müsst ihr gucken, dass ihr auch die passende Länge an Schlauch habt. Da ist aber so in der Regel eigentlich so 2 bis 2,5 Meter vollkommen in Ordnung. Ihr könnt auch 3 Meter nehmen, wenn ihr euch ein bisschen unsicher seid, falls da ein bisschen zu viel Verschnitt ist. Dementsprechend seid ihr dann auch auf der sicheren Seite. Lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig, weil kürzen kann man immer noch, aber an einen abgeschnittenen Schlauch, der zu kurz ist, ist schlecht, was dran zu kleben. Ja, um den Schlauch auch noch festzumachen, braucht man natürlich auch Fittinge. Das ist in so einem Kreislauf, was für die CPU ausgelegt ist. Mit dem Grund-Basic-Equipment sind es 6 Fittinge. Das heißt, wir brauchen 2 für den Radiator, wir brauchen 2 für den Kühlblock und wir brauchen 2 für den Ausgleichsbehälter. Das ist jetzt nur der Kreislauf für die CPU. Das sollte auch vollkommen ausreichen. Damit kriegt ihr alles unter. Ihr dürft jetzt nun natürlich nicht vergessen, da kommt noch Wasser dazu. Da könnt ihr euch dann entweder so vorgemixtes Wasser holen mit einem antibakteriellen Zusatz, dass ihr keine Algenbildung in eurem System habt, also sprich Bakterienbildung, die dann dazu führen könnte, dass sich Algen bilden. Sieht bestimmt lustig aus, wenn da so eine Pflanze eigentlich im Ausgleichsbehälter wächst. Na, das wäre mal eine Kastenüberlegung. Das nenne ich Case Modding, oder? So ein kleines Aquarium im Wasserkreislauf drin. Wenn ich vorne dann, wenn ich so ein 5,25 Zoll, ah nee, ich bin dann, lassen wir besser sein. Ist schon spät, wir haben 2:30 in der Nacht und da kommen manchmal so Ideen. Gut, optional könnt ihr natürlich auch noch die Grafikkarte kühlen. Wenn ihr die Grafikkarte kühlen wollt, dann kommt auf die Einkaufsliste noch was dazu. Dann sieht die Einkaufsliste nämlich wie folgt aus. Ihr braucht noch einen weiteren Kühlblock. Das ist dann der für die Grafikkarte. Da wirklich darauf achten, dass ihr den richtigen Kühlblock für die richtige Grafikkarte nehmt. Weil nur weil das jetzt zum Beispiel wie bei mir eine GTX 970 ist, heißt es nicht, dass jeder Kühlblock auf die GTX 970 passt. Wenn ihr von Asus zum Beispiel eine nehmt, habt ihr ein anderes Layout, was die Platine angeht, wie zum Beispiel MSI es hat. Die haben dann eventuell ein bisschen was geändert, da die Spannungswandler woanders hingesetzt, den RAM woanders hingesetzt und dann seid ihr da ein bisschen aufgeschmissen, wenn es dann nicht passt. Dementsprechend wirklich darauf achten, dass ihr den richtigen Kühlblock für die richtige Grafikkarte nehmt. Aber wie gesagt, all das, was ich hier aufliste, könnt ihr euch nochmal in den anderen Videos angucken. Als nächstes brauchen wir dann für den Kühlkreislauf mit der Grafikkarte noch einen weiteren Radiator. Das ist dann auch nochmal ein 240er Radiator. Könnte auch größer sein, weil, ja, naja, also ein 240er langt. Dazu dann nochmal 2 Lüfter und insgesamt dann 10 Fittinge. Weil wir haben ja nochmal einen Radiator, wo 2 Fittinge rein müssen und wir haben noch den Kühlblock auf der Grafikkarte, wo auch nochmal 2 Fittinge rein müssen. Dementsprechend sind wir bei insgesamt 10 Fittingen. So in der Regel bestelle ich mir dann, wenn ich sowas mache, grundsätzlich immer 12. Wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, es kann sein, dass ihr eventuell beim Zusammenschrauben irgendwie was kaputt macht vom Gewinde her, dass das Gewinde dann nicht mehr richtig sitzt oder ihr habt im Nachhinein, baut ihr das System aus, weil ihr das reinigt und baut es wieder zusammen und habt da dann irgendwelche Probleme mit den Fittingen. Da habt ihr dann wenigstens was in der Hinterhand, ihr habt was in Sicherheit da und müsst dann nicht extra wegen einem Fitting warten, bis ihr den Rechner wieder zusammenbauen könnt, um euer System wieder zum Laufen zu bringen und dann halt bei einem der lieben netten Anbieter eure Fittinge bestellt und müsst halt wegen Poststreik oder GLS hat einen Unfall auf der Autobahn gehabt, wegen eurem Fitting warten. Wäre blöd. Dementsprechend bestellt euch gleich noch 2 Stück mit. Ist nicht die Welt. Preislich setze ich einfach mal unten für beide gängigen Typen, sprich einfach nur CPU gekühlt oder noch die Grafikkarte mit in den Kreislauf involviert, setze ich jetzt mal kurz die Preise noch mit dazu. Das bewegt sich eigentlich in einem sehr vernünftigen Rahmen. Wenn es jetzt so ausartet, wie es bei mir ausgeartet ist, dann wird es auch ein bisschen teurer, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt eigentlich nur Grundwissen. Grundbasics, das, was man wirklich
brauche, um eine Wasserkühlung zu betreiben. Da sind keine Features mit dabei, wie die Pumpe kann ich auslesen, die Drehzahl, oder ich habe einen Durchflusssensor, wo ich auslesen kann, wie viel Druck anliegt. Das ist jetzt alles nicht mit dabei. Ich hoffe, ich mache euch da keine Hoffnung, dass ich das irgendwie bis ins Extreme ausarten lasse. Nein, das ist, wie gesagt, nur der Grund oder ist nur das Grundgerüst für eine Wasserkühlung, was man braucht, dass die dann dementsprechend auch läuft und ihr auch was davon habt. Dementsprechend hoffe ich, dass das passt. Was ich aber beinahe noch vergessen hätte, wenn ihr dann aber mehr Lüfter verwendet, müsst ihr darauf achten, dass ihr eventuell, je nachdem wie viele Lüfter ihr auf eurem Board anschließen könnt, eventuell noch einen Lüfterhub mit dazu packt. Das wäre dann auch noch recht sinnig. Um so einen Lüfterhub ordentlich zu betreiben, bieten sich dann Freeware-Tools an wie Speedfan. Zu Speedfan werde ich definitiv noch ein kleines Tutorial-Video machen, dass ihr so seht, wie man das am besten einstellt und was man damit anfangen kann und was man auch mit Speedfan alles auslesen kann. Aber das, wie gesagt, später in einem anderen Video. In dem Sinne hoffe ich, dass die Einkaufsliste euch soweit geholfen hat und euch gefällt, dass das auch dementsprechend passt. Ich hoffe, dass auch 2016 das erste Video von mir, wo ihr mich wieder seht. Übrigens habe ich gar keine Mütze auf. Nein. Quatsch. Lass mal ab, ich war beim Friseur. Kann ich mich auch normal vor die Kamera setzen. Ohne Mütze. Dauert wahrscheinlich erst wieder so ein paar Monate, bis ich die Haare wieder verstecken will, weil sie einfach zu moppig sind. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben das jetzt alles. Die Einkaufsliste ist fertig. Ich bin zufrieden. Ich freue mich auf das Jahr 2016. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf weitere Klicks. Ich freue mich auf weitere Abonnenten, mit denen ich dann auch schriftlich unter meinen Videos mich austauschen kann. Und hoffe, wie gesagt, auf gute Zusammenarbeit. Lasst euch überraschen, was 2016 so alles kommt. Es wird ein bisschen was kommen. Und wenn ihr mich noch fleißig unterstützt und weiter unterstützt und auch richtig Gas gebt, dann wird sehr schnell was kommen. Dementsprechend freut euch drauf und von mir mein gewohntes, auch wie im letzten Jahr, alle tschüss.